vielleicht für ältere Leute, die die Nüsse nicht beißen können, die das gerne mal probieren wollen, ist prima. Nein, also flasht mich jetzt nicht. So weich, mega, Leute, seht ihr das? Die sehen so genial aus. Sofort eins vor den anderen. Hätte ich es jetzt gar nicht so schlecht geredet, aber ich wandere aus nach Kanada. Da schwimmen sie in der Tüte, die Goldfische. Sieht das jetzt einzeln oder stecke ich mir den so in den Mund? Entschuldigung. Es riecht danach, aber es schmeckt nicht. Es schmeckt einfach wie Wasser. Ach, könnte ich glatt ganz vernaschen. Ich habe nämlich gerade so ein leichtes Fingerchen. Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video. Es ist wieder Ende des Monats und mich hat mal wieder die Vanasche die Weltbox erreicht. Die hat ein richtig cooles Design. Guckt mal. Amerika. Was steht da? Europa. Asien. Und so sieht sie von oben drauf aus. Richtig cool hat Vanasche die Welt das gemacht. Gefällt mir mega. Allerdings, wenn ihr dieses Video seht, wird wahrscheinlich schon August sein. Wie gesagt, meine Box kommt halt immer ziemlich zum Ende des Monats hin. Deswegen kann ich euch das Video erst Ende des Monats immer machen. Und bis das dann online ist, ist der nächste Monat schon. Aber ist ja nicht schlimm. Wir wollen natürlich wieder zusammen reingucken. Ich bin gespannt, was uns erwartet. Und vor allem, welches Land uns erwartet. Und das werden wir jetzt mal herausfinden. Ich versuche das mal. So, ich habe sie offen. Seht ihr, sind offen. Oh, ich habe schon reingeguckt. Ich habe schon reingeguckt, Leute. Ich habe es gesehen. Ich stelle es mal an die Seite. Wir haben eine schöne Postkarte vorweg. Eine schöne Postkarte. Sehr schön. Und wir haben dieses Land. Kanada erwartet uns. Wie immer steht vorne so ein bisschen was drin. Über Kanada. Was die Hauptstadt ist, wie viele Einwohner, wie welche Sprache man spricht und. Routenplaner, Sehenswürdigkeiten und natürlich das, was sich in unserer Box befindet. Aber das wollen wir jetzt nicht spoilern. So, ich mach das mal so ein bisschen. Diesmal ist schlimm, ehrlich. Also, wir fangen mal mit dem ersten an. Ne? Wir haben hier einmal Ruffles, also solche geriffelten Chips mit All Dressed. Boah, ich zeige es euch mal, bevor ich mir jetzt die Zunge breche. Wie gesagt, Kanada, ich bin mega gespannt. Sind auf jeden Fall geriffelte Chips. Ich glaube, diese Marke haben wir hier in Deutschland auch. Und es sieht aus, als ob die gewürzt sind mit Zwiebel, Paprika und Essig. Wir testen das einfach mal, ne? Würde ich mal so sagen. Ich glaube, meine Kameraeinstellung ist diesmal ein bisschen blöd. Ihr seht gar nicht, was hier unten alles ist. Egal. Wir testen mal. Könnte Essig sein. Es riecht so ein bisschen säuerlich. Riecht nicht so ein. Boah, hier oben drauf liegt ein mega großer. Egal. Kommt, Leute. Wir nehmen ihn mal. Ne? Ein gerüppelter Chip. Und so fängt es an. Also man schmeckt, dass es ein Paprika-Chip ist. Die Zwiebel kommt nicht so durch. Aber es könnte durchaus. Entschuldigung. Das könnte durchaus Essig sein, weil es hat so einen, so einen Touch ins Säuerliche. Aber nicht unangenehm und nicht schlimm. Eigentlich ganz, ja, angenehm. Also schmeckt eigentlich, schmeckt wie ein Paprika-Chip. Halt nur ein bisschen anders, halt ein bisschen außergewöhnlicher. Gefällt mir sehr gut. Gefällt mir sehr gut. So. Ist echt schlimm, ne? Man sieht hier unten gar nichts diesmal. Ist nicht schlimm, Leute. Wir schauen mal weiter. Ich nehme das ganz oben. Wir nehmen jetzt mal das hier. Wir haben Twix Cookie and
Cream. Die gibt es doch, glaube ich, auch hier bei uns, oder? Das ist ein Viererpack. Also gehört habe ich davon schon, nur ich weiß, ob es die bei uns jetzt gibt, weiß ich jetzt gar nicht. Aber habt ihr bestimmt alle schon von gehört. Das ist natürlich ein bisschen warm, wenn ich die Schokolade, das wird jetzt gleich schön schmelzen. Ich versuche euch mal zu zeigen. Ah, mega, Leute, seht ihr das? Voll cool. Voll lecker. Cookies and Cream, Biscuit and Cream. Schmeckt voll lecker. Also nicht wie ein Twix so. Generell, also der Keks, der von Twix ist, ist ja meistens so ein bisschen knuspriger. Ja, schon ein bisschen knuspriger. Und der Keks ist ja so wie dieses Oreo, ja in Schwarz. Ein bisschen weicher, schmeckt aber mega genial. Gefällt mir so gut. Ach, könnte ich glatt ganz vernaschen. Ich habe nämlich gerade so ein leichtes Fingerchen. Aber gucken wir mal weiter, ist ja noch lange nicht leer. Ich möchte das jetzt. Möchte ich das haben? Ich möchte das haben. Ich möchte das haben, was ganz unten ist. Ah, die kenne ich schon. Die, da habe ich so lange drauf gewartet, dass es die in der Vernasche, die Weltbox, kommt. Und weil ich nicht länger warten wollte, habe ich sie mir schon bei Sugar Dad bestellt. Die sind so lecker, die Nerds. Die sind echt lecker, aber ich mache sie jetzt gerne nochmal auf und zeige euch mal, wie die aussehen. Die sehen nämlich auch voll cool aus. Wir nehmen mal dazu die Schere, geht einfacher. Schnipp, schnapp und ab. So, jetzt legen wir in die Seite. Die riechen so fruchtig und die sehen so... Könnt ihr das sehen? Die sehen so genial aus. Da sind diese Nerds drumherum. Und innen drin ist so ein, ja, so ein Gummi-Gelee-Teilchen. Ach, die sind so lecker. Das gefällt mir so, dass die da drin sind. So, ne? Mega. Leute. Die Box ist genial. Die Box gefällt mir. Ich wandere aus nach Kanada. Keine gute Idee. Ich pack die lieber wieder so um rein. Mega. Einfach mega. Mehr weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll. Also hatte ich erwähnt, ne? Die hatte ich schon mal bei Sugar Dad bestellt, weil halt ich gesagt, ich konnte nicht warten, bis die irgendwann drin sind. Die Nerds gibt es auch noch in andere. Ihr kennt auch diese Kügelchen, die drumherum sind. Sind eigentlich diese Nerds. Die kriegt ihr auch einfach nur als kleine Kügelchen in so einer Packung und dann könnt ihr halt diese. Und die sind dann halt mit diesem. Mit diesem Gelee da drin. Aber so lecker, so lecker. Was haben wir hier? M&M's mit Peanut Butter. Mega. Das ist ja cool. Wie geht's auf? Wie geht es auf zu unserem Glück? So geht's auf. Sehr müllig diesmal. Aber so eine Verpackung ist mir auch neu. Normalerweise kenne ich die nur in solchen Tütchen. Ja, die sehen halt aus, wie M&M's halt aussehen, ne? Oder? Ich zeig euch, wie M&M's halt aussehen, ne? Ich denke, drei Stück reichen erstmal. Jetzt hat das Ding eine Vorrichtung und geht nicht zu. Also drei M&M's. So weich. Seht ihr? Da drin ist sie, die Peanut Butter. Und das schmeckt richtig. Richtig nach Erdnuss. Obwohl, zum Vergleich, die gibt es ja auch mit richtigen Erdnüssen drin.
Schmeckt genau gleich, nur dass ihr halt diese harte Nuss nicht da drin habt, sondern die Butter halt. Und das vielleicht für ältere Leute, die die Nüsse nicht beißen können, die das gerne mal probieren wollen, ist prima. Sehr lecker. Schmeckt. Finde ich toll. Was möchte ich jetzt nehmen? Oh, da ist so viel drin. Ich weiß gar nicht, was ich nehmen möchte. Ich nehme jetzt das. Goldfische. Mit Käse, mit Cheddar. Gut, Goldfische haben wir hier in Deutschland auch. Nicht von der Marke. Und ich glaube auch nicht mit Käse. Also sie riechen auf jeden Fall, sie riechen nicht käsig. Seht ihr das? Oh. Ich krieg das nicht hin. Da schwimmen sie in der Tüte, die Goldfische. Wäre gar nicht käsig. Die schmecken wie unsere Goldfische hier auch. Lecker. Schlimm, wenn man Hunger hat. Nein, aber die schmecken. Die schmecken nicht viel anders als unsere Goldfische hier auch. Also von dem Käse schmecke ich echt nichts. Aber heißt ja nicht, dass es schlecht ist. Ne? Das gefällt mir auch. Mit Käse wäre natürlich geil gewesen. Wobei ja Käse drauf sein soll, aber man will gesagt, es nicht mehr. Gucken wir weiter. Möchte ich das, möchte ich das, möchte ich das, möchte alles nehmen. Wir gucken uns alle an. Was haben wir hier? Und sowas ähnliches. Krabbenburger von SpongeBob. Sowas ähnliches hatten wir mal in der, auch in der Vernasche die Weltbox, in der, boah, muss ich lügen, ich glaube, das war in der Griechenlandbox gewesen. Da war das allerdings in einer Tüte und da musste man sich den Burger selber zusammenstellen. Oh, hier sind jetzt viele kleine Burgerchen drin. Seht ihr das? So kleine Burgerchen. In der anderen war, das war alles eine Tüte und man musste sich das einzeln raussuchen, sich selber zusammenbauen. Haben wir hier in Deutschland auch die Trolley-Burger. Kann man essen, muss man aber nicht. Na, mein Sohn liebt sie. Mal gucken, wie diese hier sind. So, da ist er. Sie riecht sehr gummerig. Da ist er. Fokussiert. So, jetzt muss man den da rausholen. So, ich habe ihn, den Krabbenburger. Esse ich das jetzt einzeln oder stecke ich mir den so in den Mund? Ach, Burger isst man ja nicht einzeln, also rein damit. Also schon mal kein Vergleich zu den Burgern, die es von Trolley bei uns gibt. Nein, also flasht mich jetzt nicht. Da gefallen mir die Trolley-Burger von uns besser. Nee. Also muss ich nicht haben. Also wie gesagt, die Trolley-Burger von uns gefallen mir besser. Die sind jetzt nicht so... Ist jetzt nicht so mein Geschmack, geschmacksmäßig. Nee, die haben auch noch... Also es sind noch ein paar drin. Die sind halt, wie gesagt, alles so einzeln eingepackt. Nee, ist nicht so meins. Vielleicht mag mein Sohn sie, dann kann er sie auffüttern. Aber mich haut es jetzt nicht so aus den Socken. Was ja nicht heißt, dass die Box jetzt dadurch schlechter wird. Selbst das eine Teil macht die Box jetzt nicht gerade unsympathischer. Haben wir noch drei Sachen. Wir nehmen mal das hier. Airheads. Airheads Bites. Ich muss ehrlich sagen, damit habe ich bisher keine guten Erfahrungen gemacht. Die habe ich einmal, habe ich einen drin gehabt. Ich glaube, das war in meiner allerersten Amerika-Box, USA-Box, die ich mir mal bei Amazon bestellt habe. Da war so ein Teil drin, das war aber so ein,
so ein längliches wie diese Frit-Dinger. Und das sollte, dieser Geschmack ist hier auch bei White Mystery. Ich habe ihn probiert, es hat nach Papier geschmeckt. Also das fand ich sowas von ekelig. Und hier sind jetzt solche, ja, solche Bites drin, solche Kügelchen. Einmal in Blue Raspberry, in Orange, in Cherry, in Watermelon und in White Mystery. Also White Mystery muss ich nicht probieren. Ich hätte gerne Wassermelone. Und die nehme ich mir auch. Also so sehen die aus. Wie so M&M Smarties. Und das soll jetzt Wassermelone sein. Hören die von der Konsistenz her? Weiß ich nicht, nicht hühnig hot. Es schmeckt nach Wassermelone, ja. Macht mir aber immer, also macht die Dinger nicht unbedingt sympathischer. Vor allem dieses White Mystery nicht. Eins ist da drin, sehe ich. Ich möchte noch Kirsche probieren. Komm mal raus, du Kirsche. Also meine Kameraeinstellung ist doof. Ihr seht echt hier unten nichts, ne? Oh, die Kirsche noch. Kirsche schmeckt. Also, doch nicht schlecht reden. Kirsche schmeckt, Wassermelone schmeckt. Das Blau möchte ich auch probieren, ne? Blue Raspberry. Ich habe gar kein Blaues gesehen. Doch, da ist ein. Wenn das jetzt auch noch schmeckt, dann sind die gar nicht mehr so verkehrt. Außer White Mystery. Das bleibt ein Mysterium, nach was es schmeckt. Blaubeere schmeckt auch. Doch, hätte ich damals sofort keinen White Mystery gehabt, sofort eins von den anderen, hätte ich es jetzt gar nicht so schlecht geredet. Aber ich nehme es zurück. Man kann sie essen, sie schmecken. Nur White Mystery nicht. So, jetzt machen wir weiter. Wir haben noch zwei Sachen. Zwei Sachen, dann ist die Box schon wieder leer. Machen wir hier mit weiter. Hier haben wir Sun Chips. Multigrains Garden Salsa. Ich zeig's euch lieber, dann könnt ihr es selber lesen. Bevor ich euch jetzt irgendwas erzähle, was nicht richtig ist. Probieren wir es. Ich weiß gar nicht. Getreide, Paprika, Peperoni, Chili. Okay. Nee, richtig schön. Die sehen aus wie diese Tortilla-Chips, nur in viereckig. Und wenn ihr das genau seht, da sind solche Körnchen drauf. Ich weiß nicht, ob das Weizen sein soll. Ist nicht scharf. Mate? Tomate schmecke ich aber nicht. Weiß nicht, also Tomate kommt bei mir nicht an, aber die lassen sich gut essen. Schmecken sehr gut, Leute. Ich glaube, das ist auch eher so dieses gesunde, ein gesunder Chip vielleicht. Hier steht null Transfett. Heißt das, dass die kein Fett haben? Guckt ihr? Seht ihr? Wer weiß. Auf jeden Fall sind sie lecker. So, machen wir mal so. Ziemlich viele kleine Teile finde ich diesmal drin. Wenn ich das jetzt hier so liegen sehe, das so wenig aus irgendwie. So, kommen wir zum letzten.
Solche Sparkling-Getränke liebe ich ja. Nein, nicht unbedingt, wirklich. Schmeckt wahrscheinlich auch gekühlt wieder besser. Ist ein Bubbly, wenn ich das so richtig lese. Bubbly Pampelmuse. Bubbly Pampelmuse? Da steht Grapefruit. Was ist es jetzt? Finden wir es heraus, wenn wir es herausschmecken, ne? Oh. Hoffentlich kommt es nicht hoch. Gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen Grapefruit und Pampelmuse oder ist das das gleiche? Es riecht nach Grapefruit. Oh. Es riecht danach, aber es schmeckt nicht. Es schmeckt einfach wie Wasser. Wie Sprudelwasser mit einem Hauch, aber leichter Hauch Grapefruit. Oder fast gar nichts. Nee, also das überzeugt mich gar nicht. Und wenn ihr euch das hier mal so anguckt, seht ihr das? Seht ihr nicht, ne? Seht ihr das? Ja, schwierig, ne? Da steht überall null. Null Kalorien, null Fett, null Soda, null Sugar, null Protein. Da ist nichts drin. Also Wasser. Weiß ich nicht. Also schmeckt wie Wasser. Nee. Nee, Leute. Haut mich nie um. Schmeckt gekühlt vielleicht. Getränke schmecken gekühlt immer besser. Aber auch wenn man es kühlt, kommt der Geschmack nicht hoch. So, ihr Lieben, leider war es das schon. Dein monatliches Abenteuer beginnt jetzt. Es ist leider zu Ende. Das ist alle. Aber wenn ihr wollt, guckt mal hier. Werdet Teil unserer Community. Ihr könnt euch gerne auch ein Abo bestellen. Ihr könnt euch ein 3-Monats-Abo bestellen. Ihr könnt euch ein 6- oder ein 12-Monats-Abo bestellen. Ich finde, also mir ist es das absolut wert, weil man entdeckt immer wieder was Neues, immer wieder ein anderes Land. Du hast jeden Monat diesen Überraschungseffekt, diesen Kick, weil du weißt halt nicht, was auf dich zukommt. Es sei denn, du spoilerst dich natürlich auf YouTube, auf Facebook oder auf Insta. Ganz ehrlich, ich glaube, ich habe Anfang des Monats gespoilert. Habe ich es gesehen? Ich weiß es, glaube ich, gar nicht mehr. Ich glaube so wirklich nicht. Deswegen war das so sehr Überraschung für mich, diesmal was drin war. War an und für sich eine gute Box. Was mir mega gefallen hat, war, dass die Nerds da drin sind. Das fand ich so klasse. Und auch Twix, absolut geil. Highlight. Die anderen Sachen waren auch nicht schlecht. Die M&M's, wie gesagt, die sind vergleichbar mit den M&M's mit der richtigen Erdnuss drin, nur dass die halt dann weicher sind und nach Erdnuss schmecken und die anderen haben halt die Nuss drin und du musst dann halt ein bisschen mehr kauen. Ist ein bisschen härter. Das Chipsiegel, was drin war, war auch in Ordnung. Das fand ich, wie gesagt, fand ich ganz nett. Die konnte man auch ganz gut essen, dieses gesunde Art. Die Fische waren auch in Ordnung, waren halt nicht käsig, aber war okay. Das Einzige, was mich jetzt nicht so umgehauen hat, waren SpongeBob Burger. Ja, und da, wo ich anfangs gesagt habe, es ist nicht so der Hit. Also ist schon irgendwie ein Hit. Wie gesagt, nur das White Mystery, das bleibt ein White Mystery, Leute. Also wenn ihr die schon mal gegessen habt und White Mystery probiert habt, könnt ihr mir gerne unten in den Kommentaren schreiben, wie ihr findet, wie White Mystery schmeckt. Also für mich hat es damals nach abgestandenem Papier geschmeckt. Fand ich also gar nicht lecker. Ja, das war's dann jetzt erstmal. Ich hoffe, wir sehen uns bei meinem nächsten Video wieder. Ich muss mal gucken. Ich glaube, das nächste wird wieder die Degusta oder lasse ich mir was anderes einfallen. Wir überlegen mal noch, ne? Aber bis dahin sage ich jetzt erstmal tschüss, macht euch noch einen schönen Tag und bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao! Achso, über einen Daumen nach oben würde ich mich natürlich freuen oder ein kostenloses Abo, wenn ihr von mir nichts mehr verpassen wollt oder mich einfach unterstützen wollt oder ihr einfach sagt, hey, die ist sympathisch,
was vielleicht nicht jeder glaubt oder meint, aber es ist eure Meinung. Aber ich quasi schon wieder viel zu viel. Bis nächste Mal. Ciao, ciao, ciao.